Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Heute ein wunderschönes Thema, die Sprachen der Liebe. Sie kennen alle das Buch von Gary Chapman, gibt es in 1000 Varianten, ja. Die 5 Sprachen der Liebe. Ich finde es ein gutes Konzept, habe aber auch einige kritische Anmerkungen dazu. Ich würde Ihnen gerne in diesem Video mal die 5 Sprachen der Liebe aus meiner Sicht darstellen, wie ich sie auch den Klienten auch in der Paartherapie vermittle und wo ich dann auch bewusst darauf hinweise, dass man da auch nicht in die falsche Richtung dann geht und das nicht zu sehr vereinfacht sieht. Was ist die Liebessprache? Die Liebessprache ist der Weg, wie ich zum anderen hinfinde, so dass dem anderen das Herz aufgeht. Und was ist meine Liebessprache? Dass ich empfinde, der andere versteht mich, der andere sieht mich, der andere hat mich gern, dem anderen bin ich nicht egal. Er versucht, sich in mich hineinzuversetzen, empathisch, wo ich mich wohlfühle, was mir gefällt, wo ich mich eben geliebt fühle und wahrgenommen fühle. Also das ist ganz vereinfacht ausgedrückt, diese unterschiedlichen Liebessprachen. Und da spricht eben jeder eine andere Sprache. Und oft ist es eben so, dass ich mit meiner Liebessprache denke, meine Liebessprache spricht die ganze Welt und rede dann mit meiner Liebessprache mit allen Menschen. Und alle sagen, das ist aber nicht meine. Und ein paar sagen, ja, ist meine, das passt dann. Das heißt, deshalb sind auch viele Paare, die eine ähnliche Liebessprache sprechen. Dann funktioniert das auch meistens recht gut. Aber es gibt natürlich auch viele Paare, die sich damit nicht auseinandergesetzt haben und die jetzt eine ganz unterschiedliche Liebessprache sprechen. Damit gibt es Konflikte, damit gibt es Missverständnisse, damit gibt es Kommunikationsschwierigkeiten, weil der andere sich dauernd denkt, ich will nicht die 5. Blume, das interessiert mich nicht, ich will, dass du mir endlich mal zuhörst. Ja? Ist übrigens viel häufiger. Also mit der Blume jemanden zufriedenzustellen, ist schon ein erster Kritikpunkt, ist selten, ja, ist manchmal ganz nett, aber wenn dann kein gutes Gespräch stattfinden kann, wenn die Blume dasteht und der geht dann wieder fernsehen oder gibt sich wieder seine Pornosucht hin, das ist keine gute Idee, hilft nichts, da kann ich mir jeden Tag 10 Blumen bringen, will ich das nicht. Das ist schon ein kleiner Kritikpunkt, aber zuerst möchte ich mal diese 5 Sprachen nochmal ganz kurz vorstellen mit meinen Aspekten und dann kommt noch ein Stück eine Weiterentwicklung, was man aus meiner Sicht noch beachten kann. Lob und Anerkennung ist die erste Liebessprache nach Gary Chapman und spannenderweise ist es für viele wirklich Balsam, wenn sie gesehen werden, wenn man ihnen sagt, ich liebe dich, wenn man ihnen sagt, hey, du machst es so gut, du hast so gut gekocht, das war so schön, gut siehst du aus, ich freue mich so, wenn du heimkommst, danke, dass du dich gekümmert hast um die Autoreifen, dass du die jetzt gewechselt hast und so weiter. Ja, das sind einfach Basics, die total gut funktionieren, meistens. Aber es gibt auch Menschen, die fühlen sich veräppelt, wenn man ständig mit der Liebessprache Lob und Anerkennung kommt und jemand lobt für etwas, was für ihn normal ist, dann denkt sich der, was will der jetzt schon wieder von mir? Gibt es das jetzt auch, dass der mich jetzt lobt, nur weil er was anderes von mir haben will? Was ist denn das wieder für eine Finte, ja? Oder so ähnlich? Also es gibt jemanden, der einfach negativ misstrauisch ist auf Lob, weil er in seiner Kindheit erfahren hat, dass Lob immer mit etwas verknüpft war. Ja? Also diese Captatio Benevolentiae aus dem Mittelalter. Zuerst kommt das Lob, dann kommt eben die Aufforderung, etwas zu tun, oder dann kommen die Prügel, oder dann kommt die Kritik. Aber zuerst sage ich ihm was Wohlwollendes, was Gutes, um ihn kurz positiv zu stimmen, und dann kommt's, ja. Und manche Menschen, die sehr kritisch sind, sind schon sofort so, dass sie sagen, okay, das war jetzt das Lob, und was ist jetzt mit der Kritik, ja? Die wappnen sich schon, ne? Die gehen schon in Kampfstellung, ja? Also für manche Menschen passt es nicht, aber für viele Menschen passt es und viele Menschen haben einen Hunger nach dem Lob. Die sehnen sich danach, dass sie gesehen werden für das, was sie tagtäglich tun, und sind so traurig, dass eben niemand sie sieht. Und wenn sie diesen Menschen sehen und den positiv einfach unterstützen durch ihre Aussage, wow, dann haben sie schon mal einen großen Stein im Brett, wie man so sagt. Dann haben sie schon mal die Türen offen bei diesen Menschen. Zweite Liebessprache, Zeit. Und zwar nicht nur Zeit, dass man nebeneinander sitzt und fernsieht oder dass jeder mit seinem Handy spielt. Das ist nicht die Zeit, die gemeint ist, sondern die Qualitätszeit, dass man sich wirklich Zeit füreinander nimmt und dass man auch vermittelt, mir wird nicht fad bei dir, mir wird nicht langweilig bei dir. Fad habe ich jetzt gelernt, ist ein österreichischer Ausdruck. Mir wird nicht langweilig bei dir, sondern
ich bin gern mit dir zusammen. Es ist schön, mit dir Zeit zu verbringen. Ich bin deshalb mit dir zusammen, weil ich mit dir gern Zeit verbringe, weil es mit dir schön ist. Das vermittle ich. Und wenn das gelingt, dass man gern miteinander Zeit verbringt und gern so miteinander auch alt wird, das ist eine schöne Sprache der Liebe, die sehr gut tut, wo man einfach nicht einsam ist, wo man aber auch nicht sich lästig fällt, wo man den anderen sein lässt, wie er ist und wo man einfach auch vielleicht eine stille Gemeinschaft hat, wo man sich versteht, ohne dauernd zu quasseln, ne? Wo man einfach spürt, es tut gut, die Nähe des anderen zu spüren, ohne viel sagen zu müssen. Also dieses gemeinsame Zeitverbringen ist kostbar. Das, was wieder der Kritikpunkt ist und wo man sich fragt, ja, ist das eine gute Idee, ist, wenn der andere die Zeit einfordert und wenn wir jeden Abend unsere Paarzeit haben und das muss sein und es ist aber momentan urviel zu tun und es wird einfach von jemandem hart eingefordert, dann kann das die Liebe sogar töten. Dann kann ich zwar dort sitzen und mir inzwischen denken, wann ist die Zeit vorbei und ja, Schatz, und ja, selbstverständlich, Schatz, und so, ja, und ich habe dann was eingeübt, ja, damit der Partner eigentlich betrogen wird, dass er das Gefühl hat, er hat jetzt das gekriegt, was er sich täglich abholen will, das ist sein Recht, aber es ist nicht mehr mein Herzen. Also das, ich kann auch eine Qualitätszeit ohne Herz machen, leider. Die schon ausschaut, die Qualitätszeit, aber nicht mehr ehrlich ist. Also worum es geht, worum es auch diesem Gary Chapman geht, denke ich, ist wirklich sich Zeit füreinander nehmen, aus Liebe, mit offenem Herzen, mit Bereitschaft, sich auf den anderen einzulassen. Das, glaube ich, wäre das Wesentliche. Drittens ist die Hilfsbereitschaft. Bin ich für den anderen da? Weiß ich, was er braucht? Sehe ich, worum es ihm geht? Sehe ich, wo er Hilfe braucht? Oder bin ich nur für mich? Denke ich nur an meine Sachen? Hole ich nur den anderen, wenn ich Hilfe brauche? Aber sonst ist mir egal. Bin ich zufrieden, wenn er mir hilft? Aber nehme ich das als selbstverständlich an? Bedanke mich dann nicht dafür? Das sehen Sie schon. Das geht dann eigentlich auch wieder in die erste Sprache. Wenn ich Hilfe brauche und ich sehe das als eine wichtige Sprache, dann muss ich mich auch noch bedanken. Dann ist es eben nicht selbstverständlich. Und viele haben eben diese erste und dritte Liebessprache da durchaus auch verknüpft. Wenn ich jemand geholfen habe, dann nehme ich das Lob an. Wenn ich nichts getan habe, warum wäre ich dann gelobt? Nur auf mein schönes Gesicht hin? Ja, vielleicht, aber da habe ich auch was getan dafür, dass ich mich gut pflege oder so. Also wichtig ist zu achten drauf, ist es authentisch, ja? Und gebe ich gerne oder wäre ich gezwungen zu geben? Helfe ich gerne oder falle ich in ein Helfersyndrom? Bin ich ohnehin schon der Typ, der sich ständig in Hilfe überschlägt, weil er dann hofft, dass er Liebe kriegt und ein Dankeschön kriegt, ist dann auch ungesund. Ja? Ich will nicht mit einem Partner zusammen sein, der das Helfersyndrom hat, der mir dauernd nachkriegt, wo ich überhaupt keine Freizeit und keine eigene Eigenständigkeit mehr habe. Ja? Der mir in der Früh die Socken herrichtet und mit mir diskutiert, welche Hose passt. Ja? Das kann schon für manche sehr nett sein, weil ich dann nicht nachdenken brauche und weil meine Frau mich da eh berät. Das kann hilfsbereit wirken, das kann aber auch total abhängig machend sein, das kann auch total kindlich machend sein. Das ist wie das Kind, das nicht in der Lage ist, sich selber das Gewand noch rauszusuchen, zwischen 3 und 5 Jahren circa. Ja? Und wenn dann einmal der Partner sagt, nein, ich will die andere Hose, ist dann der Partner beleidigt, weil der Hosenvorschlag nicht angenommen wurde und so weiter. Also es kann die Hilfsbereitschaft auch voll entgleisen und daher Hilfsbereitschaft ja, aber wenn klar ist, es macht Sinn und nicht, es macht keinen Sinn. Und fragen, möchtest du, dass ich dich unterstütze, möchtest du, dass ich dir helfe? Nein, danke, ich schaff's gut allein, okay. Also nicht ins Helfersyndrom kippen, ansonsten ist es keine hilfreiche Sprache der Liebe. Vierte Sprache sind die Geschenke. Finde ich sehr kritisch, von vornherein schon, weil, also Sie merken, es ist nicht meine Sprache, weil mit Geschenken kann ich auch total was manipulieren. Und das ist, sehe ich, eine große Gefahr. Wenn meine Sprache ist, Geschenke zu geben und ich schenke dauernd Leuten etwas oder meinem Partner dauernd etwas, der er schon gar nicht mehr braucht, irgendwann ist er auch genug mit Geschenken. Auch wenn ich jetzt da eben nur die Blume täglich bringe. Das ist ja dann auch übertrieben. Also es passt nicht dauernd. Diese kleinen Zeichen der Liebe durch Geschenke kann auch total übertrieben werden, kann auch schon
So, wenn er sich sagt, ja danke, jetzt habe ich die 44. Rose, du musst mir jetzt bald wieder Vasen kaufen, weil es geht sich schon gar nicht mehr aus mit den Vasen. Oder danke für den 48. Ring, ja, und für den 49. Modeschmuck. Kann schon sein, dass das schön ist, aber ehrlich gesagt, es ist viel zu materialistisch dann, es ist viel zu sehr auf die Oberfläche hin und es kann sein, dass ich den Partner dann gar nicht wirklich wahrnehme oder dass ich ihn eigentlich in eine Richtung hinbiege. Also ich schenke ihm so viel Schmuck, den muss er dann auch tragen, sonst bin ich beleidigt, wenn er nicht tragt. Und vielleicht will er gar nicht so viel Schmuck tragen oder ich will den dann ständig auch noch schöner machen. Ich habe leider auch Erfahrungen mit Geschenken, die für die Person furchtbar waren, ja. Also wo das dann eine Quälerei war und wo dann gezwungen wurde, das auch anziehen zu müssen. Thema Reizwäsche zum Beispiel, ja, wo das dann überhaupt nicht mehr okay ist und wo das dann ein richtiger Druck war. Keine Rede von Sprache der Liebe, genau umgekehrt. Also das dann eher ins Narzisstische gekippt, wo ich mir was holen will und wo ich das Gefühl habe, ich mache dem anderen was Gutes, damit ich was davon habe. Also dann wird das Ganze pervertiert und wird total umgedreht und deshalb würde ich sagen, Geschenke ja, aber auch wenn jemand die Sprache der Liebe des Geschenks hat, ja, aber dann ist immer die Frage, warum will der so viele Geschenke, wenn es wirklich so ist? Und ich kenne wenig Menschen, die ständig Geschenke wollen. Kinder wollen Geschenke, ja, weil sich die dann freuen, aber das ist, weil die noch nicht genug haben. Meistens haben sie dann eh schon genug und dann ist eh erledigt. Erwachsene wollen nicht dauernd Geschenke. Und vor allem, was mache ich dann? Sind die Geschenke dann immer mehr? Zuerst ein kleines Auto, dann ein Mittelklasse-Auto und dann ein großes Auto und dann noch ein Sportklasse, also ein Sportwagen oder so. Was sind denn die Geschenke, die passen? Ja? Und wenn ich nur mit den kleinen Geschenken hantiere oder die kleinen Geschenke schenke, ist es wirklich ein Zeichen der Aufmerksamkeit und des Lobes und der Anerkennung und Zeichen der Liebe oder was ist dahinter? Das ist meine Kritik oder meine Anfrage, warum schenke ich was? Ich finde es auch nicht gut, sich auszumachen, zu Weihnachten gar nichts zu schenken. Ja? Oder zu sagen, na, Geschenke ist nicht unsere Sprache, das vergessen wir ganz. Hin und wieder ein kleines Geschenk, ich sage jetzt mal ein-, zweimal im Jahr, eben zu Weihnachten und zum Geburtstag so ungefähr, das passt. Das passt auch sehr gut. Und den Hochzeitstag nicht vergessen, bitte. Ja? Aber sonst zwischendurch mal eine kleine Aufmerksamkeit, okay, aber wenn alles auf Geschenke, alles auf Materialismus ausgerichtet ist, ja, stelle ich es einfach ein Stück in Frage, ob das hilft. Fünfte Sprache, die körperliche Nähe, die Zärtlichkeit. Ganz was Kostbares und ganz wunderschön, wenn man berührt wird, wenn man umarmt wird, wenn man gehalten wird, wenn man geküsst wird. Also wirklich ein Geschenk. Und das braucht auch das Paar, das tut dem Paar auch gut, die nackte Haut zu spüren und nicht sofort Sex, sondern einfach die Zärtlichkeit und der Ausdruck der Liebe über die Berührung der Haut. Das ist schon was ganz, ganz Kostbares. Aber wenn ich Missbrauchserfahrungen habe, wenn das überreizt wird, wenn der andere das total brutal einfordert und der andere ist schon überberührt, ja, dann ist es eine Quälerei, dann kann es sogar bis zum Missbrauch gehen. Oder wenn die Mutter jetzt stillt, also die Partnerin eben ist voll beschäftigt mit kleinen Kindern, die Kinder knuddeln sie dauernd ab und sie stillt permanent, dann ist das nächstgrößere Kind, das auch dauernd Liebe braucht und Körpernähe braucht und wo die Mutter auch dann ganz viel Körpernähe den Kindern gibt, die ist meistens am Abend dann abgefüllt mit körperlicher Nähe, ja, also mehr als genug körperliche Nähe von den Kindern, die ist mal froh, wenn sie mal nicht berührt wird. Und wenn dann noch der Mann kommt und dann auch noch sich die körperliche Nähe holt oder ihr körperliche Nähe geben will aus Liebe, kann es gut sein, dass ich sage, bitte lasst mich alle in Ruhe, ich will einmal ganz normal wo liegen und nicht dauernd abgeknuddelt werden. Gibt's. Und das ändert sich dann auch wieder und es gibt Menschen, die haben ein Riesenbedürfnis nach körperlicher Nähe, andere haben von vornherein eher weniger Bedürfnis, hängt auch von der Herkunftsfamilie ab. Wie war das bei mir zu Hause? Ist da viel geknuddelt worden oder war das sehr auf Distanz? Ja? Ist der Vater mit Krawatte am Kopf des Tisches gesessen und hat jedem so die Hand geschüttelt? Bin ich nie von meinen Eltern umarmt worden oder habe ich mit denen dauernd im Bett geknuddelt bis zum Anschlag und so. Also
war das dann fast schon zu viel, auch für mich als Kind. Hätte ich eigentlich ganz gern schon mal mehr Ruhe gehabt, aber die Eltern wollten immer noch mit mir dann eben auch Körpernähe haben, um ihre Liebe auszudrücken, was dann schon fast zu viel ist, weil ich schon viel zu alt war dafür. Also das geht dann schon Richtung Übergriffigkeit und grenzwertigen Missbrauch, ja, wenn ein 11, 12, 13, 14-jähriges Mädchen immer noch bei den Eltern knuddeln muss und der Vater besonders gern dann knuddelt und so weiter. Also das gehört echt gut überlegt. Sie sehen, gibt's einige Weiterentwicklungen und man kann natürlich immer leicht was kritisieren, also unbestritten, dass das Buch von Gary Chapman hat schon wirklich den Nerv getroffen und viele fühlen sich da angesprochen, auch von diesen 5 Sprachen der Liebe. Aber auch hier wieder geht es ums Differenzierte, auch hier wieder geht es darum, ums Weiterzuführen. Weil zum Teil ist es zu einfach, die 5 Sprachen der Liebe sind komplexer, ja, und es gibt eben auch Mischformen. Und es ist nicht so, dass einer diese Sprache hat und die hat er dann ein Leben lang und ist glücklichst, wenn diese Sprache für ihn, wenn er diese Sprache sprechen kann und wenn er die ganze Welt loben kann und alles ist gut. Ich glaube, es sind einfach 5 Aspekte, die ganz gut herausgearbeitet wurden in 1000 Varianten vom Gary Chapman. Aber nachspüren, ob es für Sie passt oder ob Sie eine weitere Sprache der Liebe für sich entwickeln wollen, um das Gefühl zu kriegen, ja, das ist jetzt das, was mir sehr viel gibt, wo ich mich sehr wahrgenommen, sehr gesehen fühle. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt bei diesen Sprachen der Liebe. Der versucht ja nichts anderes, als wie zu sagen, hey, nehmt's euch wahr, geht's in die Empathie rein und wagt es, das, was der andere gerne hat, auch dem anderen zu geben. Ich glaube, wenn ich in dieser Flexibilität bin, in dieser Wachheit des Geistes, dann, wenn ich so spürig bin, ja, dann bin ich auf einem guten Weg, dann werde ich eine gute Beziehung leben. Also ich wünsche Ihnen alles Gute, ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie mit diesen Sprachen der Liebe auch sehr flexibel und sehr frei und sehr lebendig umgehen in dieser Spürigkeit, wenn Sie merken, das geht gar nicht und der andere, also der Partner sieht das ganz anders, wir kommen da gar nicht zusammen. Sie wissen, ich bin für Sie da, gerne berate ich Sie da auch, gerne können Sie mit mir ein kostenloses, kurzes Erstgespräch vereinbaren. Unten in der Videobeschreibung, in der Leiste unten sehen Sie eben den Link für das kostenlose, kurze Erstgespräch. Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Alles Gute für Sie und viel Kraft und viel Freude.